Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal mit einem Minutentipp und zwar zum Thema der richtigen Einstellung einer PA-Anlage. Diesbezüglich habe ich mal die 2.1-Technik ins Spiel gebracht, stellvertretend für andere Soundsysteme, aber es geht hier nicht um große Konzertanlagen, sondern um die gemeine PA-Anlage von uns DJs, wie sie im üblichen Rahmen bei Events und Hochzeiten verwendet werden. Also seid mal gespannt, es macht wie immer nicht dümmer. Ja, Minutentipp ist jetzt nicht gerade meine Stärke, in kürzester Zeit viel Informationen zu verpacken, aber ich werde mich mal bemühen, dass wir so bei 10 Minuten ankommen, so wie es sich für einen guten Minutentipp eigentlich ja, ergeben soll. PA-System. Das Interessante an so einem PA-System, es sollte vielleicht schnell aufgebaut sein, schnell abgebaut sein und dazwischen auf der Feier, egal, Event, Hochzeit, Geburtstag auch noch gut klingen. Und genau da hapert es bei vielen Leuten, haben teilweise namhafte, teure Systeme und trotzdem kommt dann nur grottiger Sound raus. Woran kann das liegen? Und genau darum geht es heute in meinem Minutentipp. Weg möchte ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich bei durchschnittlichen Veranstaltungen zwischen 80 und 100 Leuten oder bis 80 Leute, das, was wir so unser tägliches Brot nennen können, vielleicht auf ein 2-1-System verständigt. Deswegen habe ich das auch genannt. Es geht jetzt hier nicht um große Konzertanlagen oder irgendwelche Top-40-Band-Anlagen. Es geht wirklich nur um den mobilen DJ im Bereich Event und Hochzeit. Ja, warum 2-1-System? Problem bei einem 2-2-System ist ganz einfach, dass man mit zwei Bässen häufig das Problem der Bassauslöschung hat. Viele stehen davor und wundern sich, dass da auf der Tanzfläche nichts ist. Stattdessen aber hinten im Raum, der Oma das Gebiss aus dem Mund fällt. Problem ist ganz klar, es gibt ganz klare Frequenzauslöschungen, wenn die Bässe nebeneinander in einem gewissen Abstand zueinander stehen. Wenn man die Bässe dann weiter auseinanderstellen kann, hat man das Problem aller Wahrscheinlichkeit nach gelöst, aber wir haben wenig Platz, deswegen stehen sie eng zusammen. Deswegen kann ich auch immer nur zu einem Monocluster raten oder gleich zu einem 2.1-System, dann hat man nämlich weniger aufzubauen. Ja, wer mich kennt, weiß, ich habe selber eine Butter- und Brotanlage bestehend aus zwei RCF ART 310A MK3 und einem Sub von DB Technology, dem DB Sub 612. Ja, die Anlage hat eine Gesamtleistung von 1,4 kW, könnte man sagen. Sie drückt so im Grunde genommen um die 128 dB, wenn sie will, wenn man sie richtig und optimal einstellt. Und genau darauf kommt es an. Aber vielleicht für die, die es noch nicht wissen oder die mich erst seit kurzem kennen, ein kurzer Blick auf meine Anlage. Ich würde natürlich auch gerne Soundbeispiele einspielen, aber das macht keinen Sinn. Erst recht nicht über eine Smartphone-Kamera und das damit verbundene Mikrofon. Also schwenke ich mal um auf meine Technik und sage dann noch mehr dazu. Ja, so in etwa kann man das erkennen. Unten links in dem Bild sieht man den Sub und dann da oben auf Stativ die beiden Top-Teile. Und obwohl die Systeme so eng zusammenstehen, kommt da ein vernünftiger Sound raus. So, Problem Nummer 1, was wir haben, die Top-Teile sind zu laut gestellt, der Bass ist zu leise gestellt. Dann klingt das nur noch hohl nach oben, weil in der Regel die Top-Teile über die Systemfrequenzweiche von so einem Bass laufen sollte. Wenn man keine Systemfrequenzweiche hat, sollte man sich eine externe besorgen, ein DSP, was man dazwischen schaltet. Auf jeden Fall muss man die Frequenz voneinander trennen, sonst gibt es Frequenzgematsche und das will keiner. Andersherum, anderes Problem, der Bass wird zu laut gedreht und die Top-Teile kommen nicht mehr mit. Insbesondere wenn man leistungsarme Top-Teile hat. Ich rede da so von den kleineren Beehive-Systemen von DB Technology oder ähnlichem. Oder irgendwelchen günstigen Eigenmarken, die dann auch ganz schnell ins Husten kommen. Also bei diesen Bässen, Entschuldigung, bei diesen Top-Teilen kann man gewiss sein, da sitzen 400 Watt RMS drin und die kommen auch raus. Das Ganze bei M 300 Watt für den Mittelsub und 100 Watt für den Hochtöner. Der Bass hat übrigens 600 Watt RMS und drückt damit auch so an die 129 dB oder sowas, an die 130. Die Angaben lasse ich jetzt aber auch mal im Raum stehen. Wir wissen alle, dass da auch gerne mal getürkt wird. Ja, wie ich schon sagte, die eine Einstellung kann dann sein, dass man den Bass zu laut dreht und das muss man gegeneinander optimieren.
Man kann es natürlich, wer es auf die Spitze treiben will, mit Messmikrofonen machen und entsprechenden Messgeräten. Aber wer eigentlich ein gutes Gehör hat, und ich gehe davon aus, dass wir DJs das haben sollten, sonst macht das Ganze, was wir hier machen, keinen Sinn, das entsprechend abgleichen. Ja, bei diesem System besteht der Vorteil ganz klar darin, dass das System mit den Einzelkomponenten jeweils eine eigene Endstufe verbaut hat. Sowohl der Sub wie auch die beiden Top-Teile haben jeweils ihre eigene Endstufe. So, werde ich gleich auch mal zeigen. Deswegen kann ich auch jedes Gerät einzeln ansteuern, wenn jetzt der Lautsprecher zu dicht an irgendeinem Tisch steht, warum auch immer, weil geringe Platzverhältnisse da sind, kann ich den leiser drehen, ich kann den Bass zu Beginn beim Empfang ganz ausdrehen, dass man nur was über die Top-Teile hört, weil der Bass doch sehr prägnant kommt und man dementsprechend dann auch die Leute beim Unterhalten stört. Man ist da sehr flexibel mit so einem 2.1-System, deswegen auch ein Tipp, achtet darauf, dass ihr beim 2.1-System den Sub, den Gain vom Sub, die Sub-Lautstärke, die Subwoofer-Lautstärke separat regeln könnt. Das ist nämlich nicht überall der Fall. Zum Beispiel bei der ES503, da kann man den Sub nicht separat regeln, braucht man aber in dem Fall auch nicht. Das DSP ist optimal eingestellt, wie ich finde. Ich habe mit der Anlage selber gearbeitet. Aber ansonsten darauf achten, dass man das vielleicht alles einzeln regeln kann. So, jetzt zeige ich euch mal die Technik ein bisschen näher. Stellvertretend für andere Systeme. Es muss jetzt nicht unbedingt eine RCF-Box sein. Es kann natürlich auch eine Electro-Voice sein oder eine JBL wegen meiner eine Eon 610 oder auch ein anderer Sub in dem Moment. Aber generell ist das ein einfaches System und ich sage auch gleich weiter, warum. So, stellvertretend auch für das andere Top-Teil. Hier die ganz normale Standard-Endstufe mit dem Aluminium-Kühlkörper, der auch die Wärme gut ableitet. Also der ist komplett geschlossen. Es gibt keinen Lüfter. Das hat ganz klar den Vorteil, dass das System nicht wirklich verstaubt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie gerade scharf kriege. Ja. Also man sieht, dass hier der Gain-Regler von der Technik, von dem Verstärker auf 2 Uhr steht. Jede Endstufe bzw. jede Box hat in der Regel irgendeinen Orientierungspunkt auf der Rückseite. Und so kann ich mich orientieren, denn bei dem Sub im Verhältnis zu den Top-Teilen ist es relativ einfach, zumindest in dieser Kombination. Ich stelle alles auf 2 Uhr und die Anlage klingt fett und harmonisch. So, hier unten haben wir das System von DB. Der blinkt jetzt, weil er keinen Saft hat. So. Mal gucken, ob ich das auch scharf kriege. Ja. So, ihr seht so grob ungefähr, da steht 0 dB im Stereo-Modus und unten steht 0 dB im Mono-Modus. Wenn man das System also nur mit einem Eingang fährt oder jetzt wie hier monosummiert, dann hat man diese Einstellung da und die ist auch ungefähr auf 2 Uhr. Ja, und das passt hundertprozentig zu dem ganzen System. Ja, und jetzt auch noch zu den Vorteilen von dieser gesamten Technik, auch von der Flexibilität und von dem, wie man das ganze System handeln kann. So, ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, dass meine Anlage hier das Allerweltsheilmittel ist oder die eierlegende Wollmilchsau, obwohl ein Stück weit schon. Ich kann die Technik innerhalb kürzester Zeit aufbauen. Damit kann ich schon mal sehr viel Geld verdienen. Zeit zu sparen bedeutet Geld zu verdienen. Das System ist äußerst flexibel. Ich nehme das mit, was ich brauche. Ist mal klar, die wenigsten Veranstaltungen kann ich ohne Bass spielen. Dafür geben die Top-Teile nicht so viel her, obwohl bei 20, 30 Leuten würden die Top-Teile auch reichen. Aber ich bin auf jeden Fall flexibel. Sollte mal eine Endstufe an dem Top-Teil ausfallen, kann ich immer noch mit einem Top-Teil weiterspielen. Sollte der Sub ausfallen, bin ich trotzdem noch in der Lage, wenn auch ein bisschen schwächer, mit den Top-Teilen aufzulegen. Man hat also auch eine kleine Rückversicherung. Das, was viele Leute in einem zweiten PA-System noch im Auto haben, ergibt sich aus so einem System selber. Problematisch wird es da bei solchen Systemen in der Einheitlichkeit, wie zum Beispiel von HK Audio, die Lukas-Systeme, die Dave-Systeme von LD oder aber auch die ES503. Wenn da drin die Elektronik versagt, dann hat man in der Regel Pech gehabt.
Das andere, was ich sehr gut hier dran finde, man muss nicht unbedingt einen DB-Sub nehmen. Man kann auch jeden erdenklichen anderen Sub nehmen. Ich kann auch die Original-RCF-Subs nehmen. Es war bei uns ein gehörrichtiges Empfinden. Ich hatte auch den 702er am Start, habe den auch zusammen mit meiner Frau Probe gehört und irgendwie klang das ganze Ding ein wenig, wie soll ich sagen, musikalischer. Jetzt ist natürlich der RCF-Sub dafür bekannt, dass er ein bisschen weiter geht in dem Moment. Er hat halt 700 Watt, er geht weiter nach vorne. Ich weiß auch um das Limiter-Problem von diesen Subserien der DB-Geschichte hier. Aber wie gesagt, ich arbeite schon seit geraumer Zeit damit und ohne Probleme. Wie gesagt, die Einstellung ist ganz wichtig. Man muss sich da herantesten und das Ganze anhören. Und Musik machen kann in dem Moment so einfach sein. Aber immer wieder trifft man auch auf Kollegen, die zwar wunderbar auflegen können, aber keine Ahnung haben, wie man die Anlage richtig einstellt. Und deswegen kann man sich in dieser Art mit einem guten Gehör sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen. Das soll es von mir jetzt auch gewesen sein. Ein kurzer Tipp. Eigentlich müsste man meinen, dass es selbstverständlich ist, dass man einen guten Sound projiziert. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und deswegen der Tipp. Übrigens noch was. Man kann den Sub auch irgendwo hinstellen. Nicht zu weit gestellt werden. Der muss nicht zwangsläufig vor der Anlage, neben der Anlage. Der kann auch ein bisschen abseits stehen. Der macht seinen Job auch, wenn er nicht direkt gesehen wird. Das sind auch so Vorteile von so einem 2-1-System. Während man mit so einem 2-2-System, wie gesagt, unter Umständen Frequenzauslöschungen hat und man auch ein bisschen wuchtiger am Start ist. Und nicht jedes 2-2-System ist unbedingt leistungsstärker als ein 2-1-System. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. In diesem Sinne, alles Gute. Denkt daran, es kommen auch bessere Zeiten. Dann müsst ihr bereit sein, wenn ihr diese Tipps einfach mal mit anschaut und beherzigt, dann kommt ihr auf jeden Fall weiter. Wer mich noch nicht kennt, möge mich an der Stelle abonnieren. Vielleicht nochmal der Hinweis, Glöckchen etc. Ihr kennt das Spielchen. Und ansonsten verabschiede ich mich. Euer DJ2Go, der Jörg aus dem Münsterland.